Hallo Leute und herzlich willkommen zur GML Kompakt in Woche 4. Wir hatten No Luck Just Skill gegen die Grillpiraten 57 zu 36. Dann hatten wir Forense gegen FDSK 56 zu 58. Als nächstes J-Off gegen Aginapolis 59 zu 44. Coherence gegen Darklight 57 zu 53. Dann haben wir Clash Warriors gegen die S-Piker 59 zu 40. Als nächstes J of Unity gegen die Abriss GmbH 65 zu 62. Nordic Company gegen Dark Kingdom 57 zu 45. Und der letzte Krieg unfehlbar gegen die LA All-Stars 55 zu 44. Die Ergebnisse nochmal in der Übersicht. Für mich diese Woche keine großen Überraschungen dabei. FDSK wieder mit super Performance, genauso wie auch Coherence und natürlich J-Off. Ansonsten, ich denke, relativ klar. Wir schauen uns einfach mal an, was das für die Gruppen bedeutet. Und da haben wir nach dem ersten Rückrundenspieltag in der Gruppe A FDSK ungeschlagen an Platz 1. 4-0-0, No Luck Just Skill immer noch auf ihren Fersen. Für Forensik und die Grillpiraten ist es schon vorbei eigentlich. Gruppe B Coherence auch ungeschlagen auf dem ersten Platz, gefolgt von J-Off. Das ist natürlich auf jeden Fall noch sehr spannend, da kann auch einiges passieren. Und interessant wird natürlich das Match Coherence gegen J-Off, wenn das dann stattfinden wird. In der Gruppe C haben wir auch ein ungeschlagenes Team mit den Clash Warriors, wo ich auch jetzt mal tippen würde, dass sie durchmarschieren. Einfach ein sehr, sehr starkes Team. J-Off Unity dort auf Platz 2. Gruppe D, dort haben wir Nordic Company auf dem ersten Platz. Und Team Blue auf Platz 2, ja, Nordic Company eigentlich auch mehr oder weniger unangefochten in der Gruppe D. Gruppe E, wie schon gesagt, die spannendste Gruppe. Hier haben wir Unfehlbar und die Saubartis mit jeweils 2 Siegen. Und da wird es natürlich interessant, was nächste Woche passiert. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Diese Woche sehr, sehr kurz, was aber einfach nur an meiner Zeit liegt. Bitte das zu entschuldigen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzuschauen. Ihr konntet auch das ein oder andere mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und bis dann. We'll be right back.